Ja, gestern war es soweit. Harry und Iris haben sich auf der Nico Spirit das Ja-Wort gegeben. Ein emotionaler Tag für uns alle, auch hier im Studio. Vielleicht haben sie auch gestern die Zeit sich gegönnt und waren immer wieder dabei, wenn wir live zu den Festlichkeiten geschaltet haben. Und jetzt auch heute so im Ausklang, viele Gäste reisen ab. Für Harry und Iris geht es dann weiter Richtung Hochzeitsreise. Ja, bleiben wir dran und wollen Sie natürlich immer wieder informieren, wie es allen so geht. Und auch jetzt ist es wieder so, dass wir live auf die Nico Spirit schalten. Ja, guten Morgen nach München. Hallo, liebe Sandra. Das ist jetzt tatsächlich der Schlussakt hier. Ja. Ich habe Harry und Iris noch mal geschnappt. Das glückliche Brautpaar. Es ist der Tag danach. So muss man es tatsächlich sagen. Wie fühlt ihr euch? Ach ja, es war ein grandioses Fest und es ist auch so ein bisschen Wehmut dabei. Es haben sich gerade alle Gäste verabschiedet und es war einfach nur, was soll ich sagen, es war wunderbar und wir fühlen uns gut. Ich fühle mich gut. Wie geht's dir, Harry? Ja, erleichtert. Monatelange Vorbereitungen mit euch, mit Sonnenklar, mit Nico Cruises. Dann unter Federführung von Iris, dann all die Kleinstabstimmungen bis hin zur Kabinenbelegung. Wo ich mich eingeschaltet habe, habe ich glatt natürlich eine Doppelbelegung gemacht. Aber auch das haben wir gelöst. Es war ein einwandfreies Fest. Und jetzt haben die zu uns gesagt, unsere Gäste, du, das war so gut, das war so nett, wir würden dann zum einjährigen Hochzeitsfest wiederkommen. Und da habe ich gesagt, ihr könnt mich gerne haben. Bucht eure Reisen, aber ohne uns, ihr könnt uns einladen. Aber nee, es war grandios. Ja, hier im Hintergrund steht noch Christian Karz, ja, der Head of Sales von Nico Cruises. Wir müssen mit dem mal reden, ob wir nicht so eine Jubiläumsgeschichte nochmal machen. Aber gut, jetzt gut. Lassen wir erstmal nochmal den gestrigen Tag ein bisschen wenigstens Revue passieren. Es gab so viele emotionale Momente, Gänsehaut, Tränen des Glücks, der Rührung. Was war so dein Moment, Iris, wo du sagst, das ist sowas, das ist eine Erinnerung, die schließe ich fest in mein Herz ein und die wird mich nie wieder verlassen? Also ganz besonders natürlich, dass ich mit meiner Tochter Lilly diesen Einmarsch hatte. Das war natürlich sensationell schön und sehr emotional schon für mich. Und natürlich, als Harry mir sein Eheversprechen gegeben hat, das ist natürlich bei mir ganz besonders im Herzen, ja. Wie war das bei dir, Harry? Ich kann es mir ehrlich gesagt fast vorstellen, aber ich warte mal, ob ich richtig liege. Mein Sohn hat mich ja weggedreht, damit ich die Iris nicht sehe, wenn sie einmarschiert. Und ich hatte ja das Kleid noch nicht gesehen. Und wie sie dann zu mir um die Ecke gebogen ist, ich habe es gesehen, hat es mir schlichtweg die Sprache verschlagen. Und dann hat sie mich total überrascht beim Eheversprechen, dass sie mitten in diesem Eheversprechen auf einmal anfing, Holländisch zu reden, da kriege ich schon wieder Tränen in den Augen. Das habe ich nicht gewusst. Ja, sie hat zwei, drei Wörter gekannt, aber auf einmal eine ganze Geschichte erzählen auf Holländisch. Da fühlte ich mich natürlich sehr, sehr geehrt und ja, ich war so stolz auf sie. Ist tatsächlich auch ein Bild, ja. Ich saß ja nebendran auf meinem kleinen Kommentatorenstühlchen, was ich gesehen habe, und ich habe mit dir geheult, ja, weil man hat so gesehen, wie überrascht du warst. Und liebe Zuschauer, das war tatsächlich ein Part, den wir absichtlich außen vor gelassen haben in der Berichterstattung, weil es ein sehr, sehr intimer Moment einfach von euch war, genau. Und ich meine, wir sind so glücklich und froh, dass wir überhaupt dabei sein durften, dass man die auch gönnen muss. Du, es gibt so ein Sprichwort, das sagt ja, wenn es anfängt, fängt es auch an aufzuhören. Das ist so bei Festen, ja, man hat das Gefühl, man dreht sich einmal um sich selber und dann
geht's wieder los. Ja, ist, ja. Aber gefühlt, war das wie so ein Rausch oder wie, also... Ja, es ist, man genießt das und man versucht es zu genießen. Und ich hatte ja schon Angst, wir können es nicht genießen, weil wir auch so emotional dabei gewesen sind natürlich und um die Gäste uns gekümmert haben. Aber trotzdem, ich habe das wirklich in vollen Zügen genossen und es war so schön. Ich kann es überhaupt nicht mit Worten beschreiben und es war grandios. Ja. Was ich noch dazu sagen will, wir hatten natürlich ein Riesenglück. Normalerweise ist es auf einer Hochzeit so, man kommt hin, man trinkt Kaffee und Kuchen, man hat eine Zeremonie, dann Kaffee und Kuchen, Abendessen und tschüss. Und wir hatten die Gäste schon einen Tag vorher an Bord. Ja, und die Nico Spirit, die bietet ja natürlich wahnsinnig viel an. Und dann hatten die Leute schon die Möglichkeit, ein Abendessen zu genießen, ein Party zu haben mit tollen musikalischen Darbietungen und am nächsten Tag dann gemeinsam frühstücken, dann merkte man dann, die Nervosität stieg ein bisschen. Wie spät müssen wir uns dann jetzt umziehen und so? Dann habe ich gesagt, nach dem Essen, vorm Empfang. Und ja, und dann kannten die Leute sich untereinander schon. Das ist der Vorteil, wenn man so mit 120, 130 Leute zwei Tagen zusammen ist, dann vermischt sich das und überall sind Gespräche und überall sitzen die Leute zusammen, die sich vorher gar nicht kannten. Und dann die Zeremonie, ja, das ist ja sowieso Wahnsinn. Und dann abends wiederum ein Fest. Und dann haben die Christian Katz und Iris und ich haben dann um nachts um 2 Uhr die letzte Gäste rausbegleitet. Also ich fand das eine schöne Geschichte, ja. Ja, also ein sehr, sehr intensives Erlebnis. Ja. Jetzt packen wir langsam alle so unsere Sachen. Auf was freut ihr euch jetzt am meisten, Iris? Auf mein Sofa zu Hause. Harry? Ich freue mich jetzt, dass wir unseren Hund abholen können und ich liege auf dem anderen. Sehr gut. Ich möchte die Chance ganz kurz nochmal nutzen, um Danke zu sagen. Es geht wirklich ganz schnell. Ich möchte Danke sagen an unseren Geschäftsführer Andreas Lambeck, dessen Vision das hier tatsächlich alles war. Ich möchte mich natürlich nochmal bedanken bei unseren Sponsoren, in allererster Linie natürlich für Nico Cruises, für dieses tolle Schiff, dass die hier alles ermöglicht haben, für den perfekten Service, was die hier geleistet haben. Das war wirklich grandios. Alle anderen Sponsoren natürlich auch, Leitner Reisen, Quick Reifen Discount und natürlich auch Radio Holiday. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei unserer Regie in München bedanken. Ich weiß, wir haben euch zum Schwitzen gebracht, ja, und wir, das ist... Ja, und wir, das ist mein Team hier vor Ort, der Steffen, der Sebastian, die Lena, die Chiara, die Sarah, habe ich jemanden vergessen? Ich hoffe nicht. Den Henning, natürlich. Ihr habt Großartiges geleistet. Vielen lieben Dank dafür. Und am allermeisten möchte ich mich natürlich bei euch zweien bedanken. Es war für uns auch eine außergewöhnliche Erfahrung. Vielen lieben Dank, dass ihr uns da habt dran teilnehmen lassen. Das ist... bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Also erstmal danke, dass ihr euch gefunden habt. Ja. Danke, dass ihr geheiratet habt, dass du den Antrag gemacht hast, dass du Ja gesagt hast und danke, dass wir dabei sein durften. So, damit verabschieden wir uns jetzt langsam. Jetzt habe ich hier noch eine Schere. Wir lassen jetzt als letzten Akt noch ein paar Ballons steigen, so wie sich das gehört. Die sind aus Latex, die zersetzen sich und sind nachhaltig. Das habe ich mir vorher extra noch mal sagen lassen. So, halten, abschneiden und damit tschüss. Das war's, die Hochzeit des Jahres von Harry und Iris, die jetzt in Ruhe in den Hafen der Ehe einlaufen dürfen. Tschüss. Ach, wie romantisch. Ich habe also auch immer noch Gänsehaut, ja, und ist das schön. Ja, vielen Dank an dich, Melanie, und übermittel, falls du mich noch hörst, unsere herzlichsten Glückwünsche, auch vom ganzen Team, auch von mir, an Harry und Iris und alles, alles Beste. Bussal aus München. So, jetzt heißt es wieder, ja, ganz weiterreisen und so im Herzen diese Liebe, diese Leichtigkeit mitnehmen, die wir jetzt auch gerade die letzten Tage so spüren konnten.
Und deswegen ist es immer gut, dass wir den Fokus jetzt wieder aufs Schöne richten, aufs Reisen und aufs Erleben. Und das ist genau die nächste Reise. Da geht es um Erlebnis und gleichermaßen um ihren Erholungseffekt.